Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich jetzt hier vom EHA-Meeting in Stockholm berichten zu dürfen. Ich wurde gebeten, etwas über die Konsolidierung nach Stammzelltransplantation zu erzählen. Unsere Studiengruppe, die deutsche Studiengruppe Multiples Myelom, hat eine Studie abgeschlossen, die vor einem Jahr auch publiziert wurde, wo wir zeigen konnten, dass durch eine konsolidierende Behandlung nach einer Stammzelltransplantation mit zum Beispiel Bortezomib eine Verbesserung der Response-Qualität nach Stammzelltransplantation erzielt werden konnte und dass die Patienten länger progressionsfrei geblieben sind. Eine Strategie, die jetzt auch in anderen Studiengruppen verfolgt wird, so wird zum Teil VRD nach Stammzelltransplantation gegeben, um damit auch nochmal eine Vertiefung der Remission oder eine Verlängerung des progressionsfreien Überlebens zu zeigen. Und es gibt auch Studien, wo wir mit der zweiten Stammzelltransplantation in einer sehr großen europäischen Studie gesehen haben, dass die Patienten, die insbesondere suboptimal ansprechen oder Hochrisikokriterien haben, eine deutliche Verlängerung des progressionsfreien Überlebens durch eine zweite Transplantation bekommen, sodass derzeit das Pendel wieder in Richtung Tandemtransplantation reicht. Eine neue Strategie, die jetzt in den nächsten Monaten, Jahren ganz massiv kommen wird, sind die Immuntherapien. Wir haben zum Beispiel Immunotoxine, die gegen BCMA gerichtet sind, die auch bei Patienten, die schon 5 Vortherapien gehabt haben, noch erfolgreich sind und bis zu 60% Ansprechen erzielen, die zum Teil sehr gute partielle Remissionen erzielen können. Also eine wirklich neue, sehr effektive Behandlung. Und es geht sogar noch weiter und es wird noch effektiver, wenn wir den nächsten Schritt gehen, indem wir das T-Zellen gegen den Tumor neu ausrichten. Da gibt es die sogenannten bispezifischen Antikörper oder die KT-Zellen. Wir haben selber eine Studie jetzt durchgeführt, wo wir bispezifische Antikörper eingesetzt haben und in der höchsten Dosisstufe fast alle Patienten in kompletter Remission und etwa 50% der Patienten sogar in molekularer Remission jetzt gesehen haben. Also ich denke, da können wir sehr viel auch für die Zukunft erwarten. Ebenso hocheffektiv die KT-Zellen. Gibt es jetzt eine Reihe von Studien, wo erste Ergebnisse auch publiziert worden sind. Ebenfalls massiv vorbehandelte Patienten super ansprechen, zum Teil bis zu 100% ansprechen, über 70% komplette Remission bei weit fortgeschrittenen Patienten und progressionsfreies Überleben von über einem Jahr. Also es gibt viel Neues, viel, was uns auch Mut macht. Und ich denke, vor allem die Immuntherapien werden die Therapievarianten des Multiple Myeloms nicht nur ergänzen, sondern wahrscheinlich extrem bereichern und verbessern. Vielen Dank.